Mein Name ist Kerstin Dieker, ich bin Direktorin der Oberbergschule Vechta. Wir sind heute hier zusammengekommen, um die Umbaumaßnahmen, die seit einiger Zeit hier an der Oberbergschule im Gebäude 3 und Trakt C gelaufen sind, einzusegnen und zu eröffnen. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir nach einer langen Bauphase jetzt an diesem Punkt sind, wo die Schülerinnen und Schüler und auch wir Lehrkräfte die neuen Räumlichkeiten nutzen dürfen. Wir haben hier 1,2 Millionen Euro in die Hand genommen und aus diesem alten, sehr stark sanierungsbedürftigen Trakt eine hervorragende Bildungseinrichtung und Verwaltungseinrichtung geschaffen. Und wir sind, glaube ich, berechtigterweise mit Frau Dieker als Schulleiterin stolz darauf, was wir heute hier sehen. Mein Eindruck, den ich noch im Kopf habe, ist ein ganz anderer. Das war im letzten Jahr, war ich das letzte Mal hier, als noch alles im Rohbau war. Da sah das hier ganz anders aus. Das war vollkommen unschön und es war eben eine richtige Baustelle. Und vor allen Dingen, es war hier, ich sag's mal platt, arschkalt. Aber das ist heute alles ganz anderes. Heute ist es warm, hier heute strahlt die Sonne und die Räumlichkeiten strahlen Wärme und genau das Angenehme aus, was ich mir für eine Schule wünsche.